Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr mich erkennen könnt. Es ist noch fast stockenduster draußen. Es ist morgens um 5 Uhr. Das ist jetzt einfach mal so aus dem Stegreif frei raus. Es ist ein halber Podcast, ja, weil ihr seht mich ja nur zur Hälfte. Wo fange ich jetzt an? Ja, das ist wieder genau das, was ich mir vorhin schon gedacht habe. Ich habe euch das ja schon mal in einem Video erklärt, glaube ich, dass bei mir so das Problem ist. Also ich komme jetzt mal mit einem Beispiel. Ich bin heute Morgen aufgestanden und draußen im Garten rumgerannt mit einem Kaffee und habe angefangen einfach zu quatschen. Also ich führe öfters mal so Selbstgespräche, das macht jeder Mensch, das ist was völlig Normales. Das heißt jetzt nicht ballerballer, ist halt nur so, machst du das in der Öffentlichkeit, wirst du schief angeguckt. Und das ist eigentlich der springende Punkt, was so mein Problem ist. Ich habe euch das in Videos ja schon mal erklärt, dass wenn ich Videos mache und bin vor der Kamera und fange an zu quatschen, ich das Problem habe, wenn irgendwie jemand denn auf mich zukommt oder an mir vorbeikommt und mich beim Vorbeilaufen anguckt und ich diesen Blick dann sehe und mich dann frage, was geht jetzt durch seinen Kopf, denkt er jetzt, ich bin bekloppt, dann werde ich total unsicher und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ne? Das ist so, also meine Frau könnte das euch jetzt bestätigen, Anne genauso, ich bin eigentlich eine Quasselstrüppe. Vielleicht habt ihr das selber aber auch schon mal mitbekommen, weil wenn ich dann doch mal anfange zu quatschen, ich dann nicht aufhöre, das Problem aber halt auch ist, sämtliche Themenwechsel. Was ich denke mal auch wieder normal ist, weil wenn man kein Skript hat, sowas mache ich generell nicht, dann wiederholt man sich auch. Ja, das merkt ihr auch dann mal in den Videos, dann habe ich halt am Anfang was gesagt, was ich in der Mitte nochmal und dann nochmal gesagt habe. Also mein Selbstbewusstsein ist halt nicht das, was ich so gern hätte. Aber gut, das hat halt was mit meiner Vergangenheit wahrscheinlich zu tun. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, um euch einfach mal so ungefähr meine Person zu erklären, damit ihr wisst, was bin ich für ein Mensch. Ja, das gehört nun mal dazu. Einfach, damit ihr hier nicht irgendwas falsch versteht. Ich habe halt eine blöde Kindheit gehabt und es gibt ja ein Prägungsalter. Ich finde, es gibt zweimal ein Prägungsalter. Einmal in ganz jungen Jahren, wenn man klein ist, wo man dann auch die Leute so, also sich einprägt, die Bezugsperson. Und dann gibt es nochmal ein Prägungsalter im jugendlichen Alter. Ja, so 12 bis 18, wo man sich entwickelt für das spätere Erwachsensein. Das war bei mir so ein Problemalter gewesen, weil bei mir kam den ganzen Tag immer nur, du bist blöd, dämlich, kriegst nicht auf der Reihe, du bist ein Loser, ein Idiot und ein Spinner. So, das war so, das kam aus dem Elternhaus. Ja, habe ich schon mal erwähnt, das war damals der Partner von meiner Mutter. Der hat mich nie aufgebaut, der hat mich halt immer nur als scheiße, dämlichen Kacke. Und das ist bis heute so stecken geblieben. Das heißt also, wenn eine Vertrauensperson zu mir sagt, du bist dumm, scheiße und dämlich, das tut dann auf jeden Fall tierisch weh. Ja, für andere vielleicht nicht nachvollziehbar, andere wieder, die haben Selbstbewusstsein. Wir haben bei uns auf Arbeit einen Lehrling, der ist, glaube ich, 18, 19. Ja, der hat ein Selbstbewusstsein, wo selbst ich manchmal dann dastehe, Alter, der lässt sich echt nicht unterkriegen. Aber da ist auch wieder der Punkt, wer weiß, was hinter der Fassade steckt. Ne? Vielleicht sitzt er zu Hause und fängt dann an zu heulen, weil er die Scheiße dann verarbeitet. Ja, das ist halt Mensch. Und ich bin ja sowieso so ein Mensch, ich versuche ja Menschen zu meiden, zumindest Menschenmassen. Bei mir ist ganz groß das Misstrauen. Ja, ich frage mich dann manchmal auch, du machst YouTube-Videos, vorher hast du TikTok gemacht. Ist das jetzt irgendwie versuchen, hierüber eine Verbindung zu anderen Leuten aufzubauen? Weil das Internet und die reale Welt, das weiß jeder, kann man auf gar keinen Fall miteinander vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Ja, das ist wie bei einem Online-Portal, wo man Leute kennenlernen kann. Du siehst da die Leute, guckst dir Fotos von irgendwelchen Leuten an, oh, guck dir mal an, wie toll die aussehen. Und dann siehst du die in real life und kriegst das Kotzen. Ja. Ein Thema, was ich nochmal aufgreifen wollte, ist, wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe ja Samstag ein Special-Video hochgeladen, weil ich auf einer Location war, wo dann auch ganz schnell der Besitzer da war, weil der sein Grundstück ja scheinbar überwacht hat. Ja, da sind Kameras versteckt und er kriegt dann eine Meldung. Das gibt es ja auch bei Wildkameras. Wildkameras, sobald was passiert, machen ja Bilder oder Videos und schicken gleichzeitig ein Signal zu irgendeinem Endgerät, wo denn der Eigentümer des Gerätes eine Info kriegt. So war das halt da gewesen. Der kam dann, wir haben gesprochen, habe ihn dann erklärt, also habe dann mal die Urbex-Karte runtergeladen. Ja, ich sage es immer wieder, ich nutze sie mal, aber ich habe sie nicht drauf. Ich muss sie mir jedes Mal runterhauen, weil die nervt auch. Wenn du dein Google Maps aufmachst und du hast dann diese ganzen Symbole, kann das auch nervig sein. So,
er hat mir halt erklärt, ja, viele Leute immer unterwegs, da ist ein- und Ausgehen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, da gibt es eine Karte, die lade ich jetzt mal runter, habe die Karte runtergeladen und siehe da, die Karte, da ist dieser Ort markiert. Ja, er wusste nicht, was das ist, ich habe ihm das erklärt, was das ist. Und er kann sich auch selber dann kundig machen und ja, dass man eigentlich auch die Leute kontaktieren kann, dass sie dann diesen Ort löschen. Ja, hatte mich dann darum gebeten, Video zu machen, habe ein Video gemacht und man hat auch reagiert. Einen Tag später kam ein Kommentar, den kann man nachlesen auf meinem Kanal in dem Video, dass ich, ja, stelle Post, Achtung, von Urbexen keine Ahnung habe, ich soll das mal nochmal googeln. Dass ich die Fotodatenbank, so wie sie sich ja eigentlich schimpft, missbrauche, weiß ich nicht für was, weil ich habe nicht mal Zugriff, weil es gibt eine Voraussetzung, du musst Facebook-Mitglied sein, um mit den Leuten überhaupt irgendwie Kontakt zu haben. Ich bin nicht bei Facebook, also kann ich nichts missbrauchen. Das heißt, da wurde was dargestellt über mich, was gar nicht stimmt. Das ist eine Verleugnung. Ne? Sowas kann auch nach hinten losgehen, aber gut, geht mir am Arsch vorbei. Ja, aber anstatt auf die Bitte einzugehen, nö, kamen halt diese Vorwürfe. Amüsanterweise, einen Tag später hat dieser Kanal ein Video veröffentlicht, wo nochmal die Karte erklärt wurde. Und komischerweise, genau diese Ansätze, wo es bei uns ging, wurden damit eingebaut. Ich habe da auch einen Kommentar geschrieben. Der ist komischerweise dann verschwunden. Gut, ist mir dann auch egal gewesen. Entweder hat mich der Filter rausgehauen oder man hat selber rausgehauen. Ja, weil ich halt erwähnt habe, man hätte mich ja erwähnen können, weißt du, weil das ist ja jetzt die Reaktion auf scheinbar mein Video. Bei den Kommentaren habe ich erst gedacht, ob das so ein Standardkommentar ist, den man da vielleicht eingebaut hat. Also so Copy-Paste, wisst ihr? Ja. Auf jeden Fall ist das so eine Sache. Um jetzt auf den Anfang halt zurückzukommen, was meine Persönlichkeit betrifft. Ich bin angepisst, dass man halt da eine Darstellung oder eine Äußerung lässt, die einfach nicht stimmt. Ja. Weil die kennen mich nicht. Die können nicht sagen, ich habe hier keine Ahnung. Ja, die wissen nicht, wie lange ich die Scheiße mache. Und ach so, ja genau. Ich sollte ja nochmal googeln, dass das Urbexen betrifft. Ich habe es ja nochmal gegoogelt und habe festgestellt, in den letzten 30 Jahren hat sich die Bedeutung dieses Begriffs nicht verändert. Ja. Weil da wird ja dargestellt, dass dieser Begriff Urbexen steht ja für Städteerkundung, Stadtparks, Sehenswürdigkeiten. So glaube ich auch in den Kommentar verfasst. Aber das war's auch. Die restliche Bedeutung natürlich nicht. Denn wenn man das mal googelt, und das ist egal auf welche Seite ihr geht, steht dort unter anderem Industriemuseum, Höhlenanlagen, leerstehende Gebäude und dann irgendwann kommt Städteerkundung. Ja? Also das ist wirklich ein Oberbegriff für alles. In der Hinsicht passt es ja auch zu der Karte, weil die Karte ja nochmal erklärt wurde. Ja, die Karte steht für sowas, aber nicht nur für Lost Places, sondern auch für Sehenswürdigkeiten, die aber irgendwie überwiegend scheinbar alle nicht... Ist egal. Ich will daraus jetzt keinen Krieg entwickeln, ich will daraus jetzt nicht irgendwie einen ewig langen Rattenschwanz machen. Ich habe eine Bitte gelassen, es kam eine Scheißreaktion drauf. Das war für mich auch wieder eine Bestätigung von anderen Kollegen von mir. Also wir Urbexer, das geht raus an alle, wir sind alle dumm wahrscheinlich, wir haben keine Ahnung. Alle, die das Wort Urbex nutzen, Leute, schämt euch ohne Ende. Urbexen kam, also dieser Begriff, den gibt es schon ewig, das Lost Place, das ist ein Internetphänomen, was später kam. Ja, diesen Begriff haben wir damals in den 90ern und auch davor nicht benutzt. Ja, das Urban Exploration, das kenne ich als Kind schon so. Wie gesagt, ich finde es halt doof, dass man so doof reagiert hat. Da kamen auch einige Mails. Ja, ich glaube so zwischen 15 und 20 E-Mails kam ich. Die waren fast alle identisch. Ein Teil davon war auch gewesen, die selbst halt bei Facebook sind, haben die Gruppe auch schon mal kontaktiert und man wurde blöde angemacht von irgendwelchen Administratoren. Was zwar schon länger zurückliegt, weil irgendwie war das ja auch so, dass die Urbex-Karte irgendwie von anderen weiterverwaltet wurde. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also ich setze mich mit der Karte nicht intensiv auseinander, weil mich diese ganze Scheiße nicht interessiert. Ich habe mal 2-3 Videos drüber gemacht und mich auch drüber aufgeregt, dass ich halt blöde finde, dass das und das ist. Und damals gab es ja auch diesen Hype, dass wirklich so eine Hasswelle kam. Also ich habe zumindest bei mir in meiner YouTube-Blase kamen immer wieder Videos, Urbex-Elite, Leute, die haben sich da irgendwo auf der Straße gekloppt, denn waren... Urbexer gewesen, die haben da ein Feuer gemacht, haben denn da die Visitenkarten und Aufkleber verbrannt. Das sind aber so alles Sachen, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich will meinem Hobby frönen, ja, wie gesagt, YouTube kam halt irgendwann mal dazu und ich will mit sowas gar nichts zu tun haben, weil das hat damit nichts zu tun. Ja, ich sag's hier an dieser Stelle auch nochmal, ich habe nichts gegen diese Leute.
Die Karte ist eine echt geile Sache, nach wie vor. Ja, ob es nun für die Lost Placer ist, die rein nur sowas machen, oder wenn man halt Sehenswürdigkeiten sucht, ist es wirklich eine tolle Sache. Aber naja, soll sich jeder seinen eigenen Reim denken. Ja, ich will jetzt auch nicht damit hier irgendwas auslösen, dass jetzt hier angefangen wird, 1000 Kommentare zu schreiben. Ihr könnt mir gerne eine Mail dazu schreiben. Aber das ist so, das wollte ich jetzt halt nochmal loswerden. Weil, ja, das arbeitet natürlich auch in mir, ne? Das finde ich doof. Also, für mich heißt es halt, ich wenn mal irgendein Anliegen ist, wenn man auch mir gesagt hat, man kann die Leute da kontaktieren, kann man alles problemlos regeln, scheint nicht so der Fall zu sein. Wie gesagt, mir wurde das jetzt aus mehreren Quellen auch bestätigt, die haben auch ihre Probleme gehabt. Aber dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwelche scheiß Kritik kommt. Ja? So, ein anderer Kanal zum Beispiel, das habe ich auch beim letzten Video erwähnt, der hat wohl mal ein stundenlanges Videogespräch mit dem Verantwortlichen für die Karte geführt und war danach wohl hin und weg gewesen und alle toll und jetzt sieht er ja das alles aus einer anderen Sicht. Ob dem jetzt was da so ist, ob da was Wahres dran ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Ja. Irgendwas wollte ich noch. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man so unvorbereitet das macht. Wenn ihr Bock habt auf sowas, dass ich sowas zwischendurch mal mache, könnt ihr gerne schreiben. Weil das hat ja auch was mit also Persönlichkeit zu tun. Ja, ich lade die Videos hoch und zwischendurch halt, dass man sich mal, ja gut, dafür nimmt man eigentlich ein Live, ja, dass man sich im Live unterhält. Aber ich versuche halt einfach nur, meine Person auch rüberzubringen, damit jeder versteht, was bin ich auch für ein Mensch, also was für ein Mensch steckt hinter dem Kanal, weil ich will mich ja auch nicht verstecken. Ja, ich hätte jetzt auch den Kanal so aufbauen können, also ich habe noch einen zweiten Kanal, der sich mit sowas hier beschäftigt, dort seht ihr mich aber nicht. Dort habe ich, dort ist auch die Abonnentenzahl ganz anders, da ist auch generell die ganze Bewegung ganz anders. Diesen Kanal möchte ich aber hier nicht verlinken, das hat rechtliche Hintergründe unter anderem, warum das da so ist. Also da seht ihr mich nicht, das ist wirklich so ein Kanal, da seht ihr nur die Orte, wo ich unterwegs bin. Und ja, diesen Kanal behalte ich für mich. Ach so, und auch noch ein Punkt zum Abschluss, dieses Urbexen, weil ich ja keine Ahnung von Urbexen habe. Wenn man Kritik an irgendjemand anders oder vor allem an den Kanal setzt, sollte man auch da selbst vorher recherchieren, vielleicht mal so ein bisschen rumgucken, auch was die Videos betrifft, was hat der denn da für Material drin, für ein Content. Und dann passt der Begriff Urbex auch schon wieder, was meinen Kanal betrifft, weil ihr wisst selber, ich lade ja nicht nur Lost Places hoch. Ja, ich lade Lost Places hoch, ich lade auch mal Höhlen hoch, ich lade auch mal Sehenswürdigkeiten hoch. Stadtpark zum Beispiel, der Wörlitzer Park, ist eine riesengroße Sehenswürdigkeit. Auch sowas lade ich hoch. Also ist der Begriff doch mehr als passend. So, das zum krönenden Abschluss. Euch auf jeden Fall einen schönen Dienstag gewünscht. Ich bin raus. Ciao, ciao.